dann mal jetzt hingemacht. So, ach, sind die ersten Schritte. Das ist hier alles der Fall. Aber wir brauchen die Die Sonne. Es geht schon. So, so, nee. Entweder in der Schatte oder in die Sonne. Geh mal her. So. Ich gehe mal auf diese Seite. So. Oh, okay. Bin. Ah, ich hätte alles drauf. Oder? Ja, ja, ja. Ja. Ja, mich schiebt er alles zurück, weil er hat für mich die große Tat. Wir waren ja so wichtig mit dem heutigen Tag. Probieren wir gleich nochmal. Ich merke mich schön auch. Ja, da war ich ja gerade beim Peter Kessler. Hat er noch zu dir gesagt? Die laufen größte Oberum. Ohne Helm auch noch. Ach, die Leute mal runter da. Stehen wir das mal rum? Nee, ich muss vorhin. So toll wäre es mit der Urkunde rein. Oh Mann, die war mal feine Sache, gell? Ja. Hier ist der Schnulle. Guck, was der Dreck hier hinkommt. Ja, Rossen und Öl, die gehen an jedem Fahrrad nur in die Oh, Buddy, ist das die Schlacht? Nur die Schlacht. Mich freut es, dass ein großer Teil der Bürgerschaft ebenfalls heute an diesem Anlass teilnimmt. Gestatten Sie mir, dass ich meine Begrüßung noch ein paar Personen vorausstelle. Ich darf heute hier sehr herzlich begrüßen unseren Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Herrn Egon Fels, und seine Kollegin, die Frau Beigeordnete Anne Kipp. Ich darf den Leiter des Forstamtes, Herrn Oberforstrat Dr. Hanke, sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße die Vertreter der Firma Külzer, Herrn Külzer und seine Mitarbeiter. Ich darf die Damen und Herren des Rates sehr herzlich begrüßen. Und ganz besonders, and last not least, einen alten Freund unserer Gemeinde, Franz Roos. Mit ihm sind wir die ersten Schritte auf dem Hallenweg gegangen. Er hat uns 87, als die Pläne reif waren, die Ermittlungsgrundlagen geliefert und hat uns auch mit den Problemen der Größe konfrontiert. Was soll es nun geben? 15 mal 27, 18 mal 36 und vieles andere mehr. Wir hatten einen sehr, sehr guten Ratgeber und von ihm erfuhren wir auch zum ersten Mal die erschreckende Bausumme. Reden und schweigen, nicht Richtfest, sondern Grundsteinlegung nennen. Dass es so lange gedauert hat, lag daran, weil wir einfach in dem Innenraum der Halle eine 24er Mauer brauchten. Die hat uns einfach gefehlt. Der Herr Wulfseidig steht mir im Weg und nachdem die ganzen Außenarbeiten abgeschlossen sind, haben wir heute diese erste 24er Innenmauer. Wenn Sie von der Halle hereinkommen, blicken Sie gegen diese Wand. Wir haben den Mut gehabt, für unsere kulturtreibenden und sporttreibenden Vereine eine Heimstätte zu errichten und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie sagen, wir sind zu Hause. Diese Urkunde, die wir hier beilegen, ich hatte sie Ihnen ja eben rund gezeigt, hat ganz besondere Daten heute, die der Geschichte erhalten bleiben, sollte man in etlichen 100 Jahren, vorausgesetzt, man folgt den Unkenrufen nicht, dass hier Bergwerksrisse entstehen, dann wird man in dieser Urkunde festgehalten haben, dass Deutschland wieder souverän ist. So was muss der Nachwind erhalten bleiben in dem Papier. Der Kanzler war in Bingen. Der neueste Mercedes ist geboren. Also das sind alles Schlagworte, die heute in der Zeitung stehen.
sind außer unserer Grundsteinlegung wert, der Nachwelt überliefert zu werden. An und für sich müsste man diesen Wortlaut ja vorgelesen haben, aber es ist jetzt so wunderbar verschmuggelt. Tageszeitungen, Pläne sind drin. Die ganzen derzeit umlaufenden Münzen, dann sind drin die gültigen Briefmarken, zwei Amtsblätter und die Tageszeitung. Und die Lagepläne, Baupläne dieser Halle. Ich möchte hiermit nochmal meinen Dank an alle zum Ausdruck bringen. Angefangen von der Verbandsgemeinde, mit den Mitarbeitern durch die Unterstützung. Ich möchte auch unserem Herrn Landrat, dem ich gerne den persönlichen Dank ausgesprochen hätte, hat mir einen Brief geschrieben. Es ist heute sein erster Urlaubstag. Er befindet sich schon auf der Achse. Wir wünschen ihm gute Fahrt und gute Rückkehr. Er lässt mit seinem Brief alle anwesenden Bürger sehr herzlich grüßen. So, und der, das passt doch wunderbar. So, ganz ehrlich. Guck gleich mal, ob alles drin ist. Es ist alles drin. Also ich kann meinen Leuten noch vertrauen. Nicht wahr? Auch mit dem Kilometergeld, wenn es sein muss. Ja? Also. So, wunderbar. Langsam. Bitte? Geld. So warm es aus. Wenn ich das jetzt zu gut mache, dann wäre ich nachher noch angestellt von meinem Küse als Speismacher hier oder als Rentner. Wo Geld mitbringt. Nur mal, Sub wäre ich doch bedienbar. Also. So ist hier nicht. So, hin und wurde gesagt, der Speisnetz sind alle. Weiß, wie er trocken ist. Ja. So, jawohl. Okay, gut. So. Danke. Jetzt möchte ich bitten, dass alle auf das Gelingen unserer Halle mal anstoßen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ja, nur jetzt. Das geht wie? Also, jetzt werden wir zu der Spielkirche. Zuerst trinkt der Bäumeister und der Pfarrer. Dann kommt die andere. So ist es ja noch nicht. So, Prost. Prost, das ist der Bauleiter, der Wolf. Prost. Dass kein Unfall hier an dieser Baustelle passieren möge und dass allzeit Gottes Segen diesen Bau ruhen möge. Auf diesen noch einen Schluck. Den Topf. Es wäre oft Sprüche geklopft, aber jetzt. Hier mit der Faust klopft man die Feste, haben wir es nicht mehr notwendig. Aha, so ist es. Achtung, Fuß! Setz die Zähne auf. Der ist ja noch da, wo du bist. Hier soll der blau Zähne da. So, schau noch. Die Folge! Ja. Nee, der Hund ist eigentlich. Ja, genau. Ich kann nicht mehr.